Lutz, 60, und Stups lassen auch an dem Hochzeitstag ihres Kindes kein gutes Haar an ihm. Die Rheinländer standen ihrem Sohn Ingo, 31, im Rahmen der Sendung Schwiegertochter gesucht bei der Partnersuche bei. Seit einigen Monaten sind sie aber überhaupt nicht mehr gut auf den Düsseldorfer und seine Liebste Annika zu sprechen. Heute haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben, von Ingos Eltern gab es dafür aber keine Glückwünsche. Auf Facebook veröffentlichten Lutz und Stups ein Statement, in dem sie schrieben, unser Sohn heiratet heute. Dem lieben Gott gefällt das nicht, darum lässt er es regnen und donnern. Schaut man sich den Wetterbericht für Düsseldorf an, soll es dort heute Morgen zum Zeitpunkt der Eheschließung tatsächlich viel Niederschlag und ein Gewitter gegeben haben. Lutz und Stups waren nicht zur Trauung eingeladen, trotzdem wussten sie über die Location Bescheid und teilten die Adresse. Bei der Community der beiden TV-Gesichter stößt dieser Post auf große Empörung. Es ist einfach traurig, wenn ein Eltern-Kind-Verhältnis so zerrüttet ist, kommentierte eine Userin. Eine andere merkte an, ich finde es sehr schade, dass ihr euch nicht mehr versteht und wünsche euch, dass ihr euch wieder zusammenrauft. Ihr seid trotzdem eine Familie.